Samsung haut raus, neue Kopfhörer, Smartwatches und vor allem zwei neue faltbare Smartphones. Und über die Handys ist hier das Wichtigste in Kürze. Galaxy Z Fold 4 und Z Flip 4 und... Sie sehen fast genauso aus wie die Dreier vom letzten Jahr. Das Z Flip 4 hat das gleiche Kameradesign und auch das Display außen ist gleich. Hier lassen sich Widgets nutzen und Nachrichten lesen, ohne das Handy aufzuklappen. Beim Fold ist das Display außen sogar groß genug, um das Handy zu bedienen. Aber lass mal aufhalten. Dieser Bildschirm hier ist laut Samsung größer und heller geworden als noch beim Fold 3. Gerade das Tippen ist viel geiler und mehrere Apps gleichzeitig nutzen macht Spaß. Nur einhändig ist dann nicht mehr. Das gilt übrigens auch beim Falten vom Flip. Ihr braucht beide Hände. Dafür lässt sich mit dem S-Pen auf dem Fold hier wie ein Tablet schreiben. Samsung sagt, das Scharnier ist bei beiden Geräten kleiner geworden. Beim Flip heißt das, ihr könnt nicht nur solche geilen Moves machen. Der Akku da drin ist auch deutlich größer. Außerdem ist der aktuelle Snapdragon 8 Plus Gen 1 in den Handys. Die Performance ist also top. Die Kameras haben in beiden Modellen ein Update bekommen. Und mit den Außendisplays lassen sich super Selfies mit der Hauptkamera machen. Oder einfach auffalten, hinstellen und Aufnahmen ohne Verwackler machen. Was sich aber nicht verändert hat, ist die Falze in der Mitte. Und die Frontkamera im Display sieht man auch noch.